Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ich war ja dieses Wochenende bei den Ritterspielen, habe wieder viel Zeug gekauft oder zumindest ein bisschen was. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Zu den Ritterspielen selbst werden dann auch noch zwei, drei Videos kommen. Vor allem ein Video über den Auftritt der Band Reliquia. Und zwar möchte ich da gleich mal beginnen. Ich bin ja ein recht großer Reliquia-Fan. Und was holt man sich denn so alles? Aufkleber, T-Shirt, Buttons. Also die Aufkleber gab's gratis und da drückte mir einfach der Merchandiser so ein Pack in die Hand. Dankeschön. Jetzt kann ich die ganze Straße damit bekleben. Und solltet ihr die Band noch nicht kennen, schaut sie euch mal an. Wie gesagt, es wird noch ein Video dazu geben, weil sie wirklich sehr, sehr geile Musik machen. Dazu noch drei Buttons, die man sich mal an die Tasche macht oder so. Dann noch T-Shirt. All deine Schätze werden mein. Und sieht man es hier vielleicht besser? So. Ja, mal ein weißes T-Shirt. Dann, was hab ich mir noch gekauft? Beziehungsweise das hier hat sich meine Freundin gekauft. Für 25 € waren es, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist eine Ledertasche. So eine EDC-Tasche am besten noch. Aus Rindsleder. Ja, sehr, sehr angenehm zu tragen. Also sie schwärmt von der Tasche. Ist auch ein schönes Teil, können natürlich auch Männer tragen, also am Gürtel. Also wirklich ein tolles Teil. Ja, als nächstes etwas, was ich schon seit 3 Jahren haben wollte, weil es ein wenig kostet. Das hier. Okay, mal kurz die Länge. Ich habe jetzt noch so ein Maßband hier. Oh Mann. Ja, circa 26 cm hoch und ja, rund 20 cm breit. Ein Mjölnir bzw. Thors Hammer, den man sich an die Wand machen kann. Und der hat mir so gut gefallen, ich musste ihn einfach haben. Vor allem, weil ich mich ja sehr für die nordische Mythologie interessiere. Ja, jetzt kommt der an die Wand. Wirklich ein wunderschönes, handgeschnitztes Teil. So, weiter geht's mit was Alkoholischem. Also alle Minderjährigen jetzt mal wegschauen. Zwar hier ein wunderbares Kirschbier von Lindemans Creek Lambic Beer aus Belgien. Also das haben wir auch bei den Ritterspielen die ganze Zeit getrunken und das Zeug ist einfach der Hammer. Die Flasche hat nur auch 6-7 € gekostet. Ja, ist schon auch ein Geld, aber hat sich für mich persönlich ausgezahlt. Die wird auch nicht lang voll bleiben. Was habe ich mir noch gekauft? Natürlich Met. Und zwar Wildrose. Der hat mir extrem gut geschmeckt. Ist ein herber Met. Ist nicht so zuckersüß wie andere Met-Sorten. Deshalb habe ich mir den hier gekauft. Also meine Empfehlung habt ihr. Aber zu guter Letzt, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch noch ein Messerchen gekauft hätte. Tada! Auch handgefertigt aus noch Feile, wie man sieht. Sehr, sehr schönes Messer. Liegt auch gut in der Hand. Holzgriffe. Was den Stahl anbelangt, kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist jedenfalls eine Feile und ist auch relativ scharf. Ich habe jetzt leider keinen Zettel rumliegen. Und nee, ich zerschneide nicht das T-Shirt. Ja, jetzt die effektive Schneide. Jetzt könnte man es natürlich so messen, aber das wäre ja nicht gerade das Beste, weil dieses Messer kann man ja wirklich hier, also die ganze Länge hier so durchziehen. Deshalb, wie mache ich das jetzt am besten, ohne mich zu schneiden? Das wird in die Geschichte eingehen.
Oder auch nicht. Ja, circa 18 Zentimeter, die man wirklich von ganz hinten bis ganz vorne nutzen kann. Also sehr, sehr schönes Messerchen. Gefällt mir sehr gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Bald kommen die Videos zu den Ritterspielen und zum Auftritt der Band Reliquie. Und ich kann euch sagen, das Video zur Band Reliquie wird wirklich ein tolles Video. Ich habe sehr, sehr viel Videomaterial und auch der Bassist hat sich während des Auftritts einfach mal meine GoPro geschnappt und auf der Bühne gefilmt. Deshalb schaut es euch an, wenn ich es hochlade. Bis die Tage. Ciao.